Sag mal so, ich bin ja ein Mitglied des sogenannten Entertainment Teams und bin also insofern der Moderator für alle Entertainment-Aktionen, die um das Spiel herum passieren. Das Publikum zu unterhalten, Informationen zu geben über das Spiel, was sie erwartet während des Spiels. So, und jetzt geht's an die Arbeit. Moin. Hallo, moin. Da gehe ich erstmal moin sagen. Moin. Schönen guten Tag. Hallo, alles gut? Ja. Hi. Moin. Probt er jetzt? Ja, genau jetzt. Okay. Was soll ich erzählen? Im Prinzip sein Cue, ne? Ist deine Ansage. Und jetzt grüßt hoch, weit, schräg, Ferry. Applaus. Dann läuft er rein zur Mucke. Ja? Ja. Und dann ab Moderation. Und danach gehen wir rüber in den Werbeblock. Also eigentlich simpel wie immer. Okay. Alles, was zum Spiel gehört, angefangen so 2 Minuten vor Spielbeginn mit der Starting Five. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen in Oldenburg. Dankeschön. Geht's dir gut? Ja. Hallo. Grüß dich. Alles gut? Ja. Ja, wollen wir gucken, ne? Vielleicht noch 1-2 Sätze zur gegnerischen Mannschaft. Begrüßung und alle Sachen, die im Spiel passieren, die von den Schiedsrichtern per Handzeichen angezeigt werden, das zu den Zuschauern zu transportieren, die zu informieren. Alles klar? Ja, das soll auch heute so bleiben, ne? Ja, hoffen wir. Na, aber ganz gewiss. Aber wenn vielleicht mal unsportlich ist, es wird diskutiert, dann muss ich da die Zuschauer eben aufklären, was ist jetzt passiert. Und jetzt wird es laut, denn jetzt kommt unser Team. Hier sind die EW Baskets Oldenburg. Ja, wir sind ein Team, wir bestehen aus 3 Leuten. Wir haben, jeder hat seinen Aufgabenschwerpunkt. Ich sage mal einfach mal, Jordan ist schwerpunktmäßig im Foyer tätig. Ich mache schwerpunktmäßig in der Arena das Gleiche, was Jordan im Foyer macht. Und Pepe macht alles das Sportliche, was am Kampfrichtertisch gemacht werden muss. Wenn einer nicht da ist, dann dreht sich, dann rotieren wir quasi. Ne, wenn Pepe nicht da ist, rutsche ich auf Pepes Platz und Jordan übernimmt meinen Part noch mit. Und wenn ich nicht da bin, dann macht Jordan meinen Part und Pepe macht das, was er immer macht. Also so gesehen Teamarbeit. Und wir müssen natürlich, Pepe hat es eben schon gesagt, wir müssen ja zusehen. Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir müssen rechtzeitig für Nachwuchs sorgen, damit das Boot im gleichen Fahrwasser auf dem gleichen Level bleibt. Lockhart, Albrecht, ist jetzt hochgemeldet. Kramer, Darius Williams, Darius Carter. Also wir sind ja noch im europäischen Raum überwiegend. Oder auch die Spieler aus Amerika, weiß man. Aber wenn du jetzt auch mal Afrikaner oder sowas oder ganz so aus Madagaskar, die haben ja ganz merkwürdige Namen. Mit 5, 6, 7, nicht? Das kriegst du gar nicht. Also Mipenko oder was? Irgendwie sowas, nicht? Sie sind unser 6. Mann. Sie sind die Mannschaft oder die Zuschauer, die unser Team nach vorne peitschen. Und wir sehen schon, wer zu den EW Baskets Oldenburg hält, der steht jetzt auf. Das ist wunderbar so. Also, tolle Atmosphäre hier. Und da muss ich als Hallensprecher also so motiviert sein und sagen, Jungs, jetzt aber, jetzt nochmal Gas geben. Wir bringen das zusammen nach Hause. Ein Spiel, was knapp ist oder so, das können wir mit euch zusammen nach Hause bringen. Und dann haben wir einen schönen Abend, bevor wir das mit einem Punkt verlieren und alle gehen betröppelt nach Hause. Da müsst ihr auch was machen, liebe Zuschauer, liebe Fans, auf jetzt. Philipp Schmiedhelm. Und die alle Defense. Bayer hatte ja oft einen Partner in der Moderation. In der Saison war ich alleine. Und das war bei der großen Mannschaftsvorstellung, wo dann die Spieler die Tribünen runterlaufen und so. Und da hatte ich unseren fliegenden Holländer vergessen. Da war ich irgendwie drüber weg. Ich hatte
der Spieler davor, weiß jetzt nicht, wer die Nummer 11 hatte, jedenfalls wäre Robin Smulders dran gewesen. Ich war in meinem Text eine Zeile zu weit gerutscht und habe den nächsten genommen. Und dann hörte ich von hinten immer, weil ich stand ja auf dem Feld, wie Pepe zischelte, pst, Volker, der Holländer. Ja, hatte ich Robin vergessen. Gut, dann habe ich den natürlich anschließend. Und solche Situationen gibt es manchmal. Unsere Nummer 3, hier kommt Will Tufas Cummings. Genauso wie ich mal einen Korbleger vorbeiwerfe, hat der eine mal gesagt, als ich mal einen bei der Vorstellung vergessen habe. Also das ist menschlich.